Ja. Dann wollen wir mal gucken, was hier oben so lauert. Ey, wenn er mich einmal trifft und einfriert, ne? Das könnte schon böse enden. Ja. Anscheinend. Das sieht schon besser aus als die Eiseffekte in 1 und 2. Schon cool. Hier. Ich glaube, wir werden Fleisch nie wieder nutzen dafür. Wer zückt da Schwerter? Ist über mir der Hammer-Clan oder so? Wer zückt da Schwerter? Wer kämpft gegen Orks? Kann ich helfen? Haben wir hier irgendwie... Da oben ist doch was! Chillt mal kurz, ihr Wölfe. Ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht gegen mich kämpfen. Auch ihr wollt nicht gegen mich kämpfen. Wo? Über mir? Was? Noch weiter? Was? Hier. Ein Dämon. Das ist aber nicht meiner. Warum will der gegen mich kämpfen? Im Ernst? Hier ist ein Grab. Jawohl, meiner. Okay. Wer war? Bak-Arash, ach was. Das ist so eine... Interessant. Hier, Dude. Ah ne, du bleibst mal noch. Da vorne ist ja eine Untotenhöhle, ne? Ich wollte ihn gerade wegschicken. Wer war... Ne, das war ein Ork. Ne, alles gut. Sah da im... sah da fast aus wie was anderes. Die haben jetzt gegen Dämon gekämpft, ne? Gegen diesen Bak-Arash. Haben die den selber beschworen und das ging schief, oder? Tut mir wirklich leicht für euch. Leiche. Ahnenstein. Berek. Bereks Ahnenstein. Geben die Ahnensteine denn alle Stärke? Ogre... Ja, hör auf zu nuscheln. Lern mal unsere Sprache. Streitaxt. Hm, dann gehen wir jetzt in die Höhle, ne? Und machen da ein bisschen Terz. Habe ich das jetzt auf Anhieb gefunden? Hä? Okay. Wo ist denn hier der Feuer? Ne, der, Wolfsclan. Ne, der Hammerclan ist hier, ne? Da sehe ich die Hütten. Der andere Clan ist doch hier über mir. Dann, oder? Nee, da muss der sein. Da sind Hütten. Und da sind Hütten. Ja, keine Ahnung. Hm. Speichern. So beginnt es nun also.
Wie viele das einfach sind. Ich habe kein vernünftiges AOE. Wobei, ja, ich habe halt diese Eisding, ne? Oh, der ist tot. Also, mein Dämon. Kann ich jetzt, während ich hier suche, kurz das Eisding raussuchen? So, jetzt auf die 4 legen. Töten. Schade. könnte ja klappen. Das reicht immer noch nicht. Och, komm, ey. Nee, das Skelett vor dir. Hallo. Danke. So, jetzt. Jetzt bitte, bitte, bitte. Jawohl. Ich meine, es funktioniert, aber warum hat es die Skelette nicht getötet? Direkt daneben standen. Das ist halt genauso wie die Nova. Ist ein bisschen schneller, glaube ich, ne? Auf jeden Fall stärker. Okay. Habe ich die jetzt alle? Oder ist da noch ein Skelett stuck? Scheinen alle zu haben. Loot, 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 Loot. Du hast gar kein Loot, außer deine gute Axt. Ich meine, da drin werden ja noch welche sein, ne? Und Tote. Ja, ich glaube, ich sehe da schon eins. Nee, es waren nur Steine. Wäre doch mal angenehm, wenn das hier eine schmalere Höhle wäre. Oh ja, ist tatsächlich ein bisschen schmaler. Die hat dafür so einen Nebengang. Oder auch nicht. Die ist ja nichts. Ja, wollten die vielleicht nochmal tiefer buddeln, haben sie aber nicht gemacht. So, machen wir mal kurz Licht. Ja, hier weiß ich nicht, Ripper von draußen oder so. Aber ansonsten. Ja, die Höhle hat hier weniger Gegner auf. Die geht noch tiefer rein, verdammt. Ich dachte, jetzt wäre hier wieder so ein Arnstein in der Gegend irgendwie. Nee, der Typ sitzt einfach nur weiter vorne. Das Megaskelett hier. Och nö. Ja. Speichern nicht vergessen. Warum trifft er nicht den vor sich? Irgendwie da hinten anvisieren. Ist klar. Zwei Schritte nach hinten und ein Feuerball. Machen wir jetzt so lange, bis alle tot sind. Knirscht hier ganz schön unter den Füßen. Als wenn hier Schnee liegen würde, aber das macht ja gar keinen Sinn. Mhm. Da. Lass mal einen Schluck trinken. Ich krieg ich. Jawohl. Noch einer?
Erstmal nicht. Ich hatte schon die Hoffnung, dass das eine kürzere Höhle ist, aber da hinten geht's noch weiter. Aber eigentlich, also die Menge der Skelette hier ist vertretbarer irgendwie. Weil die halt in mehreren Stufen dann dafür sind. Achso, da geht's gar nicht weiter. Da ist der Platz für die Rune. Ah, dort kann man etwas hineinstecken. Anstein. Geht doch. Cool. Rufe Nordmar 20. Und hier ist eine alte Truhe. Das ist Truhe Nummer 3 tatsächlich. Oha, Klingenstab. Stabkampf brauchen wir nicht. Also ist einer der besten Stäbe wahrscheinlich, ne? Aber ja. Oder will ich Stabkampf 2 noch lernen dafür? Schutz vor Klingen halt. Wäre gut für Duelle, falls wir noch welche machen müssen. Ja, vielleicht lerne ich noch Stabkampf 2. Muss ich nochmal gucken, wo ich das lerne. Weil die ganzen Magierhanseln bringen mir das gar nicht bei, meine ich. Mal gucken. So, dann haben wir 3 alte Truhen hier schon abgehakt. Die nächste sollte... warte mal, auf der Karte. In der Richtung sein. Mal gucken. Oder irgendwie in die Richtung nochmal hinkommen. In der Richtung. Machen wir erstmal die Ahnengräber weiter. Und wenn wir da irgendwie in die Richtung kommen, dann gehen wir da auch nochmal genauer schauen. Okay. Könnten aber da in die Richtung gehen, tatsächlich. Der ist ja gar nicht abgeschnitten. Ist das die Richtung? Ja, und dann so ein bisschen links halten. Wir schauen mal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch Ripper und Wölfe zu töten. Ja. Die wir auf dem Weg in Ruhe gelassen haben. Die können wir nicht einfach leben lassen, ne? Ist gerade Nacht. Tatsache. Kriegt man hier gar nicht mit. Hier ist immer gleich hell irgendwie gefühlt. Hier waren wir? Nee, hä? Nee, hier waren wir nicht. Also haben die Eisgolems die Wölfe getötet? Ach nee, die leben. Das sind auch keine Wölfe. Okay. Wie doof. Ja, Nordmar ist schon eine gefährliche Gegend. Kann man da hoch? Ist hier was? Das hier ist Erz, ne? Ja. Das hier ist eine Sackgasse. Gut, da ist auch noch was. Erz. Erz, nicht Eisenerz. Das gute Erz. Ne, ein Goblin-Schamane. Ich habe keinen Schaden genommen, weil ich es geblockt habe. Cool. Mit Magie. Noch mehr? Das führt ja jetzt wieder nach Norden. Das ist ja eigentlich nicht die Richtung, die wir wollen.
Da unten waren wir, ne? Ja, da ist das Orklager. Irgendwo hier muss ich hin. Für diese nächste Truhe auf der Liste. Ja, irgendwo in die Richtung würde ich jetzt auch gehen wollen. Und dann wahrscheinlich zum Wolfsclan so. So in die Richtung. Gucken, ob wir da irgendwo runterkommen. Guck mal, dann nach ganz oben. Und dann nach ganz unten. Ich speichere mal. Jawohl. Sauber. Lass mich. Das wollte ich nicht. Doch, irgendwie schon, aber nicht so. Ja. Danke. Ihr seid ganz schön flink. Scheiße. Ihr seid wirklich ganz schön flink. Gut. Brauche ich irgendwie eine Position, von dem ich die aus abschießen kann, ohne dass die mir direkt zu nahe kommen. So. Alter, die sind ganz schön flink. Zack. Jawohl. Das jemanden? Tatsache. Okay. Irgendwo hier bin ich doch eben auch lang, ne? Also hier an denen bin ich auch vorbei. Als ich da hochgehechtet bin. Zu den kämpfenden Orks. Ich dachte halt, irgendwie Menschen kämpfen da und ich muss denen helfen. Weil in einer Nähe der Stadt hatten wir irgendwie schon mal das... Irgendwas passiert ist, als wir da nur in der Nähe standen. Irgendwie Questerfolg. Das hat man nicht gespeichert, das sind wir danach gestorben. Aber irgendwie war da was komisch. Ich würde sowas gern mitkriegen. Und auch mitwirken eigentlich daran. Wenn ich hier irgendwie was befreien kann. Da ist ein Clan, ne? Das ist der Hammer-Clan. Der Wolfs-Clan ist in der Richtung. Ja. Wo ist hier der Wolfsclan? Muss der hier nicht irgendwo? Da, die Richtung. Oh lol, hi. Hi. Joa. Ob wir da mal runter sollten? Boah, die Mucke. Was geht denn hier ab? Da unten ist so ein Spalt. Ich hätte schon Lust, mal kurz zu gucken, was da ist. Was ist denn da unten für eine Mucke, ey? Krass. Da. Was machst du hier alleine? Ist ein Ausgestoßener irgendwelcher Clans? Uninteressant. Du gehörst zu keinem Clan, aber ein Ork bist du auch nicht. Du bist ja richtig helle. Ja, leider sehen es nicht alle so. Sonst würde ich wohl kaum hier draußen wohnen. Warum, was? Warum wohnst du hier draußen? Die Ignoranten haben mich rausgeschmissen. Früher war ich beim Wolfsclan und habe dort geforscht. Was ist passiert? Ich habe eine Hütte die Luft gesprengt. Grimm meinte, ich sei eine Gefahr für den Clan. Grimm. Darum wohne ich jetzt hier draußen. Wonach forschst du? Ich bin Alchemist. Ich beschäftige mich mit Feuer und allem, was knallt. Knallt? Sprengstoffe aller Art.
Ich Feuerpfeile. Verwendung für sie. Ja, wozu benutzt er Sprengstoffe? Um seine Hütte in die Luft zu knallen, oder? Wozu benutzt er die Sprengstoffe? Sprengpfeile? Ja. Das klingt gut. Erzähl mir mehr. Es ist ganz einfach. Du verschießt den Pfeil und sobald er auftrifft, explodiert er. Keine lästige Zündschnur. Schießen, treffen, explodieren. Fertig. Ganz einfach. Genial. Mhm. Ich will Sprengpfeile kaufen. Ah, du hast die Genialität dieser Erfindung erkannt. Hätten die Leute damals auf mich gehört, hätten wir auch nicht so viele Probleme mit den Orks. Wir müssen nicht... Die Pfeile. Verkaufst du welche? Oh ja, natürlich. Ich habe auch noch andere Sachen. Willst du mal sehen? Er bringt es mir nicht bei... Das will ich. Ich will lernen, die Kälte zu ertragen. Du musst dich viel bewegen. Das wärmt den Körper. Jede Bewegung muss aus dem ganzen Körper kommen. Und sorge dafür, dass du immer warme Füße hast. Was auch immer mir jetzt Resistenz gegen Kälte gebracht hat. Geil. Haben wir. Endlich einen Lehrer gefunden. Ja, er hat wirklich Sprengpfeile. Ein Pfeil ist aber 200 wert. Das ist ja lächerlich. Wir können ein bisschen was verkaufen, damit ja, wir nachher nicht vor dem Händler stehen und der uns nichts abnimmt, weil der kein Geld hat. Reicht. Oder? Oh, Leute. Ist die viel wert? Krass. 8000. Boah, was? Hier, die noch. Gut. Ist er jetzt arm. Ne, nicht Holzfäller. Osti gewinnen. Ja, schließen. Gut. Reicht auch. Ja, der hier verkauft Sprengpfeile. Mehr nicht. Hoffe, ich muss jetzt keine Sprengpfeile von ihm für ihn kaufen. Von einem der Clansmitglieder oder sowas. Ja, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Orks. Ganz viele Orks. Irgendwo hier muss ein Zugang sein. Okay. Und der Fall ist halt ein bisschen sehr tief. Also müssen wir irgendwie den Zugang dahin finden. Sonst klappt das nicht. Hm. Ist dann eine Stelle nicht so tief? Oder dass ich so einen Zwischenfall habe oder so? Hier, ne? Ein bisschen sogar. Orks, 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 Orks. Okay. Dafür ist die Musik. Ah, schade. Mhm. War der Mana alle, oder was? Da wollte er dann nicht mehr feuern. Wolfsclan, ja. Da würde ich jetzt gern hin. Das ist eine gute Idee. Hammerclan können wir auch machen. Oh, da haben wir den Stein schon. Wenn wir jetzt den vom Wolfsclan haben, dann haben wir hier bestimmt alle Steine. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo einen bei einer Mine gibt oder so, einen Stein. Aber ich denke, dann sollten wir alles haben. Können wir hin und her porten, wie wir mögen. Aha. Da hat eine Ente Wanderung mit ihren Küken. Was? Ugluts Futterwampe, okay. Gar nicht so realisiert, dass Ogre langsamer als Goblins sind. Der wird weiter zurückgestutzt. Einfach nur. Der fette Bastard ist tot. 5000 Erfahrung. Warum? Wirklich? Für so ein Knilche? Ich meine, dass ich für die Wasservagier töten irgendwie 15.000 kriege, ist ja logisch. Aber hier so, weiß nicht, 5000 nur für den? Der muss ja stark sein eigentlich.
Weiß ich nicht. Wie viele Goblins hier rumlungern? Gut, gleich Zeit für Heiltrank, du. Mana-Trank. Haben wir's? Nee? Level up schon wieder. Welches Level sind wir jetzt eigentlich? 100 und... Nee, wir sind 69 erst. Hm, 69. Wir brauchen jetzt... Oh, so viel Erfahrung. Ja, ne? 37.000 oder sowas? Geht eigentlich. Geht eigentlich noch. Hm. Also der Typ muss ja der Anführer von all den Goblins in der Umgebung gewesen sein. Der Uglut. Ne? Die Fettwampe. Das ist der Wolfsclan. Da muss ich hin, ja. Da will ich hin. Aha. Hier sind zerstörte Hütten und alles. Grundstücke. Dann können wir unser Mana nachher noch steigern. Oder Leben. Oh oh. Die wollte ich. Die hätte ich nicht angreifen sollen, oder? Nee, geht. Die sind ja zum Glück mit einem Schuss weg. Gut. Fell, Horn, Rostfleisch. Viel, 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 viel. Ich jage hier aber auch alles leer eigentlich, ne? Also es komisch, dass hier noch keine Nahrungsknappheit deswegen ist. Oder dass hier, weiß nicht, einer der Clans sagt, ey, lass das mal irgendwie. Wir brauchen die noch, um über den Winter zu kommen. Zumindest das halt. Die Herde ist unser Jagdgebiet sozusagen. Heilkrams, okay. Ja, ist gut. Hier muss irgendwo noch die Truhe sein. Die vierte und fünfte ist beides von hier aus nach da. Also hier muss eine Truhe sein, da. Ich kann mir die Beschreibung, also an der Karte, die ich hier habe, gibt es auch so eine Legende. Wo dann zu jedem Ding noch ein bisschen was steht. Mhm. Peng. Kann ich ja dann gleich nochmal vorlesen. Das ist ein bisschen klein gerade. Aber vielleicht sollten wir erstmal einfach zum Eisklang gehen. Ich nehme eh an, dass wir die meisten Gebiete hingeschickt werden, wo es auch diese alten Truhen gibt. Alles andere ist dann Bonus. Mal gucken. Wo führt das hier hin? Hm? Okay. Ich habe genug Zähne eines Säbels. Pass. Pass. Aha. Mhm. Also, ja. Wir gucken mal da unten hin. Hm. Haben wir hier nicht schon mal aufgeräumt? Dürften eigentlich keine Orks mehr sein, ne, am Pass? Und... Ah! Das war eine alte Truhe. Das war Nummer 5. An der dran stand, bei einem Zelt, bei einem Ork-Trommler. Ja, die haben wir schon geholt. Also.
Die Nummer 5 haben wir, die Nummer 4 aber nicht. Die ist irgendwo hier. Ich lese mal ganz kurz den Text. Moment. Beim schwarzen Troll oberhalb der... Nee, Ahnengrab, glaube ich. Das eine von Barek. Irgendwie sowas. Barek? Okay, und das andere war ja im Ahnengrab von Barek, die 3 vorher. Das ist jetzt schwierig. Oberhalb vom Ahnengrab von Barek. Dann müssen wir da wieder hochkraxeln, ja? Scheiße. Ich wusste, dass es Fehler war, da wegzugehen. Schwarzer Troll? Haben wir sowas da gesehen? Nee, ne? Egal, wir gehen da hin, machen das. Ich glaube, dann können wir danach auch zum Hanuma-Clan porten und dann zum Wolfsklang gehen oder so. Weil der Weg ist ja dann wieder ein bisschen weit, denke ich. Mal gucken. Werden wir sehen. Wir könnten auch beim Hammerclan erstmal vorstellig werden und fragen, was die so wollen von uns. Gehe ich noch richtig? Da war ich noch nicht. Ah, ist sehr verwinkelt hier. Was aber auch gut ist, ne? Also so merkt man halt nicht, dass die Welt außerhalb von 30 Metern nicht geladen wird. So, hier muss es irgendwo schwarze Trolle geben. In der Gegend, bin ich richtig? Ja. Wo ist Süden? Da ist Süden. Warum ist denn da Süden? Da war das Ahnengrab, hier war das Ahnengrab. Da, ja. Oberhalb. Also irgendwo hier jetzt, ne? Wir suchen einen schwarzen Troll. Was steht da dran? Hammer und Feuerclan. Da ist Wolfsclan, ne? Da unten sind Orks. Kann man da hin? Ich glaube, ich bin jetzt gerade ganz woanders, oder? Ja, jetzt wieder nach Norden. Was? Wo gehe ich gerade hin? Das ist, bin komplett verwirrt. Da ist ja eine Brücke. Aber hier gehe ich doch jetzt gerade hoch, ne? Also hier, da. War doch. Was? Über die Brücke bin ich sogar schon mal rüber, damals. Hä? Als wir auf dem Weg zum Feuerkloster waren. Die führt zu nichts eigentlich, die trennt nur die Klippen voneinander. Da unten kommen wir zu den Orks. Das ist interessant. Vielleicht gehen wir da gleich mal spazieren. Das finde ich gut. Aber erst holen wir uns die Truhe. Ja. Erst die Truhe beim schwarzen Troll. Da ist das Ahnengrab, ne? Hier links, da so. Ja, ja, ja. Genau. Also hier irgendwo muss es hochgehen. Haben wir den getötet? Ne, haben wir nicht. Ja, dann muss es da jetzt hochgehen und da ist der. Schattenläufer sind sehr trigerisch, ne, wenn sie schlafen. Also man bemerkt sie halt überhaupt nicht. Mir ist auch aufgefallen, wir waren jetzt bei Nacht, ne, und selbst dann sind die Schattenläufer nicht aktiv. Das ist irgendwie auch ein bisschen anders als in anderen Teilen. Eine Höhle? Blut? Schattenläufer, oder? Also zum Teil werden Schattenläufer schon noch wie die Spitze der Nahrungskette behandelt. So vom Placement irgendwie. Aber ja, schade. Sind sie halt nicht.
Ist hier irgendwas Starkes noch? Irgendwas waffenmäßig Starkes? Mhm. Gut. Sehr praktisch. Die hier auch. Da ist nichts mehr zu holen. Jetzt den Aufstieg hier. Der Aufstieg. Wer? Was? Goblins. Du. Wie sich das immer anhört, als wenn hier irgendwie, ne, aus irgendwie am Stein lang geschratzt wird. Irgendwie. Wenn die ihre Waffe aus der Schneide holen, die sie gar nicht haben. Super versteckte Ecke hier oben, ne? Also von alleine, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es hier irgendwo was geben muss, wäre ich jetzt nicht nochmal hierher und wäre darauf gekommen, dass hier noch was ist. Ein Oger. Ich hätte so Bock auf ein Gothic mit modernem Kampfsystem. Also Gothic 1 und 2 einfach nochmal umgesetzt. Ne, die Sprecher, die gleichen und so, meinetwegen. Meinetwegen auch was Neues machen. Muss ja nicht Gothic 1 und 2 remastered sein. Aber einfach ein modernes Kampfsystem. So, das ist das, was mir echt fehlt an der Reihe. Nicht hier sowas irgendwie, wo dann... Ja, die Welt riesig ist. Open World darf sein, aber die sollte trotzdem nicht riesig sein. Weil Gothic 1 und 2 sind ja auch Open World, ne? Ich habe das Stapfen schon gehört. Das muss da aber noch weiter oben sein, ne? Da geht's hoch, glaube ich. Da so. Geblockt. Geblockt. Das zieht aber ganz schön Mana, das Blocken. Also ist eigentlich nicht zu empfehlen. In dem Kampf? Mit wem? Das bringt nichts. Ja, dann... Ah, wirklich? Wer? Wer? Der da oben, oder was? Der da rumstapft. Der gehört natürlich zu den anderen hier. Wie komme ich denn da hoch? Was? Hä? Da ist ein ganz schmaler Weg, okay. Muss man auch erstmal sehen, ne? Im Weiß. Mein Mana ist stärker als dein Leben. Und jetzt gehe ich sterben. Yay! Die halten aber auch immer noch aus, ne? Also schwarze Trolle ist schon das Stärkste, was wir, dem wir begegnen können. Oh, ich bin so gespannt, was für einen Stab wir jetzt kriegen. Ich hoffe nicht wieder so ein Angriffsstab. Abgebrochen. Na komm. Vorher noch fünfmal davor steht und sagt abgebrochen. Magierstab. Bonus-Talent Magieregeneration. Das haben wir leider schon. Also das haben wir ja
Aber hier würde man es einfach so kriegen für 150 altes Wissen. Ja. Ja. Einfach so. Naja, gut. Heißt das, meine Mana-Regeneration wird weiter erhöht? Kriege ich das Talent doppelt? Momentan regge ich 5. Damit regeneriere ich 5. Tickt das schneller? Nee. Sieht nur so aus. Es tickt nur so oder so, tickt das ganz schön schnell. Ist auch nur so ein knorriger Stab. Na gut, ich bleib bei meinem. 50 mehr Leben ist halt 50 mehr Leben. Gut. Wieder eine abgehakt. Na gut, dann wollte ich mir jetzt die Orks verknüpfen, ne? Oder halt zurückporten zum Hammer-Ding und mal anfangen, irgendwo da mit Leuten zu reden. Ich finde Orks verknüpfen momentan besser. Denn ich nehme an, wir kriegen sowieso irgendwie eine Quest dafür. Wenn wir das dann schon gemacht haben, dann müssen wir uns quasi mit niemand anderen rumschlagen dafür. Das hört sich nach einer guten Idee an. Irgendwo hier, diese Schlucht, genau. Die führte nachher dahin. Jetzt müssen wir nur den Anfang dieser Schlucht da links weiterfinden, damit wir nicht sterben, wenn wir runterfallen direkt. Und dann gehen wir da durch mit dem Feuerball in der Hand. Kann ich hier runterspringen? Ja. Yeah. Ja. Also hier haben wir schon gekämpft. Dann hätten wir einfach nur weitergehen müssen anscheinend. Die Schlucht war ja voll mit Orks, ne? Da bin ich abgebogen. Jetzt, wenn ich da links gehe, sind da Orks, ja? Oder rechts? Hm? Mindcrawler-Krieger. Ich wusste auch, dass ich gerade irgendwas gehört habe. Wie viel sind das? 3, oder? Ne, 2. Die haben hier so ein bisschen Erz bewacht. Da ist nichts zu holen. Yep. Fiese, dreckige Ochse. Wo seid ihr? Hä? Hier muss es weitergehen, dann zu den Orks. Ja. Sehr schön. Ich hätte direkt erst den Dämon beschwören sollen. Ich weiß ja, da hinten sind sehr viele. Oh ja. Wo ist der hin? Mir mal einen Moment. Da. Let's go. Warum bist du nicht tot? Ah, Elite. Der hier. Oha. Schamane. Gut. Glück gehabt. Oh, da hat er auch was getötet. Interessant. Also mein Dämon. Die kommen da aber auch so raus, wie aus einem Clown-Car irgendwie. Noch ein Anführer. So,
So ein bisschen ähnlich wie in Karnsburg da, in Faring. Dass da langsam immer mehr kommen anscheinend. Ne? Ausgelöscht? Nee, lass mich mal hier noch finishen, bitte. Ja, euch habe ich alle. Gut, kannst gehen. Lauf zurück. Cool. Ja, so, dann haben wir hier alles geklärt, ne? Die kamen jetzt richtig freudig entgegen. Einer nach dem anderen. Ah. Die sind jetzt auch weg, ne? Weil da stand ja irgendwie, wir haben es ausgelöscht. Das ist aber nicht die Schlucht, die ich vorhin gesehen habe, wo ich runtergesprungen bin, oder? Die hier irgendwelches cooles Zeug geklaut, dass ich den Nordmännern wiederbringen muss? Waffenbündel habt ihr anscheinend nicht, ne? Wenn das jetzt nicht so unlogisch wäre, aber ihr habt, also, ja, ihr tötet, ihr nehmt nicht gefangen, nehme ich jetzt mal an. Ich hätte einfach rechts klicken sollen, immer der gleiche Loot hier, in etwa. Da geht's noch weiter. Da unten. Oder? Ist ja krass hier eigentlich. Was ist das da? Lagerfeuer? Ist da noch was? Nee. Jetzt habe ich nur dieses Lager gemacht. Da hinten geht's noch weiter. Da ist dieser Eingang, den ich dachte, den ich von oben gesehen habe. Wir speichern nochmal ordentlich. Nein. Nein, den hier. Und dann gehen wir da, glaube ich, gleich rein. Gut. Ne? Also, ne? Bis gleich.